Leuten hat es schon gefallen und dann ist es ja schon nicht schlecht. Also ich nehme einfach das, was ich am letzten Sonnabend auch erzählt habe. Vielleicht kennt ihr Metta-Meditation. Ne? Also das steht überall, freundlich, aufmerksam und gelassen. Ne? Das ist das, was ich die ganze Zeit erzähle, um selber in Equilibrium, Gleichgewicht zu kommen. Das ist aber auch Metta, Vipassana und Samatha. Ja, also es ist also bedingungslose Liebe, ne, müssen wir üben. Das ist auch das heutige Thema quasi, da bleibe ich jetzt auch bei. Ich erkläre jetzt nicht Vipassana und Samatha. Und diese Metta-Meditation, wenn ihr die kennt, das ist halt so bedingungslose, allumfassende Liebe zu üben, müssen wir auch. Wir haben eine Negativitätsvorprägung aus Urzeiten. Wenn irgendwas Gefährliches da ist, dann bleibt das länger im Gehirn, ist neurologisch richtig fest verdrahtet. Deswegen ist es schon nicht schlecht, quasi um das wieder auszugleichen, das zu üben. Also wirklich diese Freundlichkeit zu üben, weil diese Metta-Geschichte ist mir ein bisschen zu krass. Also es steht mir nur, das ist aber bei allen so, auch bei Mönchen und so weiter, ist nichts Neues. Es ist einfach, die Diskrepanz zum Alltag ist für die meistens zu groß, dass man wirklich, man kann irgendwas nehmen, eine Topfpflanze oder ein Baby, irgendwas, wo man mit wirklich sehr einfach, problemlos quasi so ein Liebesgefühl entwickeln kann. Aber selbst das klappt bei mir ganz selten. Ja, weil der Alltag ist einfach so weit davon entfernt. Was aber relativ schnell geht, ist Freundlichkeit. Ja, ist der kleine Schwester oder kleine Bruder von dieser allumfassenden Liebe. Ja, und aber Freundlichkeit, den Zipfel kriege ich manchmal, dass ich sage, Mensch, kann ich heute mit mir ein bisschen freundlich sein? Ja, wenigstens ein bisschen freundlich. Ja, zu mir selber. So, weil der innere Kritiker, der meckert andauernd an einem rum. So einen Freund möchte ich nicht haben, wie man den eigenen Kritiker hat. Einfach dem zu sagen, Mensch, kannst du nicht freundlich heute mal so ein paar Minuten wenigstens mal wieder freundlich. Und das klappt komisch. Das ist nicht so groß, ist kleiner, haut hin. Also mit sich selber freundlich zu sein, wenn das einigermaßen geht, dann mit denen, die einen umgeben, mit euch zum Beispiel, fällt mir ziemlich einfach. Und wenn das auch klappt, dann eben noch größer den Rahmen. Kann ich mit allem freundlich sein? Also nicht auf die Kinder zu achten, mit den Vögeln, also mit den Kindern auch freundlich sein und mit den Vögeln sowieso. Das ist das Thema. Mehr quatsche ich heute nicht. Also wenn ihr Metta-Meditation kennt, dann versucht den Weg zu gehen. Also ich bin heute nett mit mir oder eben sogar diese Liebe zu entwickeln. Man kann das forcieren, wie gesagt, mit irgendwas, womit man einfach, ohne Geschichten drumherum, so ein warmes Liebesgefühl entwickeln kann. Also manche Leute nehmen eine Topfpflanze, manche haben ein Baby, eine gute Beziehung dazu. Also wenn ihr das machen wollt, macht das. Ich leite das heute nicht an, weil mir heute nur die Freundlichkeit zur Verfügung steht. Ich werf den an. Man hört es fast nicht. Und dann sitzen wir einfach rum, achten erstmal auf den Körper, entspannen ihn. Und manchmal ist es wirklich so, dass der Körper braucht halt 20 Minuten Aufmerksamkeit, dann schenkt eurem Körper Aufmerksamkeit.
jetzt sich die Frage zu stellen, wie lief diese Session auch ohne Antwort? Eine neue Mudra entwickelt, die Handy-Hochhalt-Mudra. Nicht zu glauben. Zum Abschluss ist es irgendwie ganz gut, entweder wenn ihr eine Frage habt, die zu stellen, oder einfach so, was euch auf dem Herzen liegt. Ich fand es ganz toll heute. Ja? Trotz der... Rund. Ja? Ja. Okay. Also ich mache das ja jetzt ganz neu, dass die Qigong-Session in das übergeht. Ich finde das passend. Mhm. Ja. Ja, und war auch eine schöne Gruppe heute. So. Ja. Und waren wir alle nett. Okay. Ich bin dankbar, dass ich genau in dem Moment hier vorbeigelaufen bin. Okay. Du siehst entspannter aus jetzt. Okay. Ja, ich hoffe. Ja. Lächeln ist gut. Lächeln ist gut. Boah, du hast ja komplett mitgemacht. Ja. Ich muss mir diesmal was Wärmeres mitnehmen. Ja, ja. Ich schaff dich damit, weil ich mir jetzt langsam kalt hole. Ja. Okay. Dann würde ich es noch besser an dir bekommen. Okay. Auch nur lächeln. Okay, dann schließen wir so ab, wie ich das von meinem Meister kenne. Und zwar zusammen. Dreimal Sadhu mit immer mehr Spaß. Sadhu! 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 Ajahn Brahm macht es. Dann habt einen schönen Abend. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Genau.